Gott. Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, und ich merke, ich bin nicht mehr allein. Es reden einfach alle 10 Stunden durcheinander. Wir sind im Online-Modus hier vom Lotus Simulator mit dabei. Heute mal ein paar andere. Wir haben den GT670, den Kendrick, wir haben den Steven, wir haben den Lebendig, den Phasus. Hab ich irgendwie vergessen? Nö, ne? Dich. Mich selbst habe ich vergessen, den Bio natürlich. Aber wisst ihr ja wahrscheinlich mittlerweile. Ja, wir sind hier heute mal wieder in Koblenz unterwegs. Haben uns mal gedacht, hier machen wir heute mal so eine kleine Münchner Runde, weil ich sehe eigentlich zum Großteil nur R22Bs. Steven fährt mit dem GT. Was steht da hinten noch rum? Das erkenne ich jetzt nicht, leider. Warte mal. Die sagen auch nichts. Da hinten die Bänder, da, Phasus und Lebendig. Also, ich fahre mit R22B und Lebendig fährt mit dem GT. Der einfach nur schwarz ist. Nee, das sollte eigentlich so die Bus-Replane sein, im besten Fall. Ja, ich wollte eigentlich rückwärts, aber gut. Echt? Das ist bei mir echt einfach nur... Aber das kann wahrscheinlich sein, weil die Sonne gerade aufgeht oder sowas, dass ich es nicht sehe, aber für mich sieht es echt schwarz aus. Und ich habe... schwarz. Und ich habe ja das Repaint. So, wir rüsten jetzt erstmal auf hier, würde ich sagen. Ich bin noch altmodisch, ich muss noch aufrüsten. Ja, ist so. Aufrüsten. Macht ja keiner mehr. Starten ja alle schon gestartet. So, warte mal. Hier hat irgendwas nicht funktioniert gerade. Das Problem ist, wenn ich einmal dann drücke, dass ich hier puren Realismus haben will und alles aufrüsten will, dann geht das zwei, dreimal gut und dann fahre ich mal den KT und dann weiß ich nicht, wie ich ihn aufrüsten muss. Wieso kriege ich denn den nicht an? Hier steht Hauptschalter außen, Fahrleitungsspannung fehlt. Hast du reale Stromversorgung an? Das kann sein, ja. Ja, du musst ausschalten. Oh, ja, das und dazu muss ich jetzt in die Option, wa? Ja. Oh. Siehst du, und da ist schon der erste Nachteil, wenn du puren Realismus. So, Stromversuchung. Ja, Entschuldigung, dass ich realistisch spielen möchte. Verstehst du? Ohne Strom geht nun mal nichts. So. Also mein so, jetzt, ja, jetzt. Alles klar. Hat funktioniert und ich bin immer noch drin. Das ist ja, so, jetzt brauche ich wieder die Fahrernummer. Ich finde das. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. 5180 war das. Ja, oder? 5180, genau. Und 1, 2, 3, 4. So. Menü. So, was muss ich jetzt machen hier? Wie war das an? 0, 12. Keine Fahrt. Schön. Nee, du musst 12 eingeben und dann auf Ziel gehen und dann die 100 für Hauptbahnhof eingeben. Oder die andere Zielnummer für Hofgarten hat. Was muss ich machen? Also Ziel? Nee, also Linie Kurs, da gibst du die 12 ein. Hab ich, ja. Gehst auf OK, dann steht da keine Fahrt. Genau. Dann gehst du auf Abbruch. Ja. Dann gehst du auf Ziel. Ziel. Und dann gibst du da, wenn du zum Hauptbahnhof fahren willst, die 100 ein. Hauptbahnhof, ah ja, okay. Ah ja, okay. Das ist jetzt okay. Halt kein Weiterschaltung der Haltestellen. Ja gut, das ist ja nicht so tragisch. Das ist ja nicht so. So, in Haarbremse, Scheinwischer. Okay. So. Einer hat da den GT ein bisschen laut eben gerade gehabt. Ja, das ist lebendig. Man hört bei dir den Sound von dir.
Ja, ich bin schon lange weg, ich bin schon am Hauptbahnhof. Ja. Bevor ich meinen einlässigen Abschluss. Ja, dann hört. Du hast gerade deine Türen geschlossen, jetzt was los. Das höre ich auch, aber, ja. Ja, du hast auf jeden Fall verriegelt, das heißt. Ja, dann. So. Ach schön, Steven klippt mir hinten schon wieder eine Stoßstange. Ja, wir haben ja so, wie gesagt, ja heute sind wir mal mit dem R22B unterwegs hier, mit dem View-App Repaint. Ja, München grüßt Lotus mit der Linie 28 im Early Access. Wir erfahren München, View-App. Du hast einen Fehler erkannt, sag uns wo und wir kümmern uns darum. Interessant, ja, ich feier schon. Ich werde hier nur angebimmelt, ey. Ja, wenn du nicht fährst. Ja, ich muss ja auch mal ein bisschen gucken, ne? Gucken. Erfahren. Wow. Lebendig. Das ist hinter mir echt nur Wimmeln, ja? Ja, lebendig steht hier einfach rum. Wieso geht denn der Warnton nicht? Und was mache ich hier falsch bei dem Türen öffnen? Nein, es gibt gar keinen Warnton für den Türöffner. Haben die keinen Warnton? Nein. Okay. Viele Straßenbahnen haben keinen Warnton. Ich wollte gerade sagen. Berlin ist da eher die Ausnahme. Ah, wir sind was Besseres. Wir können uns mindestens. Wir können uns mindestens noch einen Warnton leisten. Geht die Signale hier ab, bin ich hier? Nein. So, das weiß ich doch nicht. Dachte, mittlerweile wurde schon die Patch hier. Kann nicht so schwer sein. Genau, gestern war es auch. Gleich. Ja, an der Haltestelle muss ich mehr sein. Gleich kannst du mich überholen, wenn du magst. Am Hauptbahnhof muss ja sowieso auf ein anderes Gleis als du. Wieso fährst du die 11, Steven? Ja. Ah, okay. Funktioniert die? Ja, die funktioniert. Ja. So. Ich fahre den einleitenden Abschnitt. Alles klar. Ich wollte ja nicht, dass es zur Kollision kommt. Oh Gottes Willen. Willkommen im Multiplayer, würde ich mal sagen. Das ist Belästigung, Alter, obersten Grades, wirklich. Ja, und Steven, der blockiert jetzt die ganze Kreuzung. Ja, bei mir steht jetzt gerade 20. Egal. Thank you.
wenn nicht mein Herz sieht es. Aber warum ist denn das? Ja, manchmal höre ich das so von dem einen oder anderen. Da, das ist halt das, was ich gestern gefragt hatte, dass ich manchmal so dieses Rattern von der Matrix höre. Obwohl das ja nicht meine eigene ist, sondern von irgendeinem anderen. Ja gut, aber das hört sich teilweise auch. Ja gut, aber der Sound wird ja quasi durchs Skript übertragen. Wenn du es hörst, bist du mehr realistischer, oder nicht? Und wenn ich von einer anderen Straßenbahn höre? Ja. Als muss, wenn sie neben dir steht, beziehungsweise in deiner Nähe. Ja, auch klar, warum mit dem ich dann wollte. Deshalb, also ich kenne das auch so, wenn du dich neben eine Straßenbahn bei uns stellst in Magdeburg, da hörst du auch, wenn die umschildern. Zumindest noch bei den alten. Bei den neuen, die haben ja Multicolor-Anzeigen, da hörst du es natürlich nicht mehr so richtig. Aber bei den alten hörst du es noch. Und wieder ja. Drinne, ich glaub's nicht. Schön wieder geknutscht, das Beweisbild ist alle da. Ja, okay, ich mach jetzt auch ein Beweisbild. Also sowas. Einfach einen Meter hinter dir stehe. Bei mir steht er auch noch nicht. Ah, ja. Ich muss noch umschildern. Nur bei Bio mal wieder. Ja. Ja, ja. Nur bei Bio wieder mal. Ja, ja, immer beim Bio. Ja, komisch, immer Bio hat die Unfälle. Aber jetzt müsstet ihr ja normal die Tür hören, oder? Ihr findet ihr ja nicht neben. Ja. Lebendig, wann fährst du los? Jetzt gleich, aber ich. Ja, ich steht nicht auf meinem Bio. Nein, da. Nein. Na gut, Bio fällt aufs falsche Gleis. Die hat Steven gekauft, weißt du? Steven gekauft. So, was ist das andere Ziel jetzt, weil ich eintippen muss? 104. Okay. Schau doch mal, welche Linie du fährst. Wir haben noch 12. Achso, ja dann. Hofgarten Nord. Genau. Ja. So, wir können es ja gerne nochmal ansprechen. Für die Leute, die es eventuell noch nicht mitbekommen haben sollten, nutze ich hier nochmal gerne meine Funktion hier. Der Multiplayer-Modus ist ab sofort für alle verfügbar. Es muss keiner freigeschaltet werden oder... Es müssen keine Anfragen mehr gestellt werden, von wegen, wann ist denn endlich hier, wann werde ich freigeschaltet oder sowas. Der Multiplayer ist für alle verfügbar. Das Update sollte bei allen angekommen sein, seit denn ihr habt eine nicht legale Version oder ja, ihr müsst euer Steam mal updaten. Das kann natürlich auch noch so sein. Ja. Es gibt ja diese, manch einer macht ja diese automatischen Updates aus, dann müsst ihr mal kurz mal euren Lotus mal über den Steam durchjagen, um da mal entsprechend mal nach Updates zu überprüfen. Aber normalerweise sollten jetzt wirklich alle, sollten jetzt den Multiplayer-Modus haben. Also sind diese Fragen eigentlich, wann kommt der und wann ist er da und eigentlich total überflüssig. Hab das jetzt das letzte Mal auch mitbekommen, hab da jetzt schon gar nicht mehr auf die Kommentare, bin ich gar nicht mehr drauf eingegangen. Also wie gesagt, der Multiplayer ist offiziell für alle da. So, Abend mal zusammen, ich hab den mal reingeschrieben. Hallo Willi! Guten Abend! Wir gucken schon wieder auf Kobi und so, ne? Ja. Im Fahrt ist er gut, nur das Fahrzeug ist nicht gut. Und mir fehlt immer noch diese Anleitung von dieser kompetenten Dame aus dem. Kannst du auch Sonderansagen abspielen lassen? Ja, aber hier ist die Linie 27 Richtung Petrol. Die Türen können sonst nicht schließen. Die Türen können sonst nicht schließen. Kann man die irgendwie abschalten? Probiert. Ne, du musst du halt erstmal generell ohne Ansagen fahren, dann kannst du abschalten. Wenn du einfach nur über Linie und also dann musst du halt dieses andere Münchenhofdatei reinmachen und dann kannst du ja Linie schildern und Ziel schildern, so wie hier, und dann hast du die anderen Welt. Ich rede von der Echtzeithilfe, die immer wieder kommt, Anmeldung erfolgreich. Das ist ja im Fahrzeug drin. Nee, die musst du komplett ausmachen, oder?
bei mir persönlich kommen die jetzt nicht mehr, weil ich die ausgemacht habe. Gut, jetzt die Option gehen, ist eine schlechte Idee. Nee, wollte ich jetzt nicht machen. Also bei mir ist gerade gut gegangen. Sonst hätte ich jetzt nicht fahren können. Bei mir ist gerade alles gut. Ja, bei mir auch. Oh ja, bei mir auch. Ja, der Schiff ist gerade abgestürzt. Echt? Also ja, ich bin. Ist halt auch eine Beta, ne? Ich bin. Ich Johnny muss den Server neu starten wegen Bug. Ach stimmt, ich sehe, ihr seid alle rot, ja. Ah, kann es auch sein, weil ich rausgegangen bin, weil ich ja der Hoster bin? Nein, nein, der Server wurde neu gestartet. Also kann ich jetzt gleich wieder reingehen oder sollen wir jetzt noch zwei? Aber warum fährt denn der Steven noch? Ja, der gibt halt bei dir dauerhaft Gas. Ja, aber. Also einfach das Spiel einmal neu starten, dann geht's wieder. Okay. Ich kann aber auch noch fahren. Ja, du kannst fahren, aber es sieht keiner mehr. Das ist wie im ETS, wenn du gekickt wirst. Kann man kicken, fragte Döner Pizza. Das ist eine gute Frage. Ja, kann man. Geht jetzt mittlerweile, ja? Ging schon die ganze Zeit. Aber du kannst halt, wenn du Gruppenleiter bist, das Gruppenfenster öffnen, dann auf einen Spieler rechtsklick und aus Gruppe entfernen. Dann fliegt er komplett raus. Aber wir bleiben jetzt gleich wieder in der alten Gruppe, ja. Dann einfach wieder auf Ja drücken bei der Frage, wenn du Spiel geschaltet hast. Ja, Leute, geht gleich weiter. Das ist natürlich alles live hier, ne? Was ich hier aufnehme, ist alles live, ja. So läuft der Lotus-Simulator. Oh, jetzt gibt's gleich wieder Hate hier. Der Bio macht wieder Stress hier. Deshalb sollte man ja noch dazu sagen, es ist immerhin noch eine Beta, ne? Das darf man nicht vergessen. Bio macht wieder Stress hier. So, können wir gleich weiterfahren hier. Oh, bei mir dauert das immer eine halbe Stunde, ehe der erstmal startet. Ja. Wahrscheinlich. Ach, ich muss ja komplett wieder aufrüsten. Eieiei. So, der hinter mir steht, der hat jetzt ein paar Probleme, der muss jetzt warten. Nee, man hört wieder alles. Einen Moment, ich muss mich kurz. Hört man es jetzt eigentlich weniger oder hört man es jetzt immer noch so laut? Also eben hat man es noch genauso laut gehört. Jetzt höre ich gerade nichts. Hab ich wirklich woanders liegt. Ja, beim Discord bin ich auch nicht als sprechend angezeigt. So Leute, geht weiter, würde ich mal sagen, wa? Jetzt muss ich ja nochmal neu schildern, ne? Oder? Ja. Ja. Das war gerade während der Fahrt schnell gemacht. Läuft bei mir. Wie so was macht man? Keine Zeit hier zu verlieren hier. Du musst doch auf die Straße gucken, wenn da Fußgänger rüber gehen, ne? Das ist höchst gefährlich. Was ist denn Straße kontrollieren? Da, wieso habe ich eigentlich keine Fahrgäste in der Bahn? Nee, jetzt im Ernst, die Fahrgäste hängen doch am Modell des R22. Also sollen die auf jeder anderen Map auch erscheinen. Das sind doch Trigger auf der Karte. Ein Münchenverbot dafür. Ach so, okay. Weiß ich, wie die es technisch gelöst haben. Ich dachte, das sei irgendwie am Fahrzeug selber. Nee. Bei so und so oft Türfreigabe werden die Fahrgäste gespawnt. Aber man muss schon sagen, also die lassen sich da schon immer irgendwas einfallen, da, ja? Und das musst du dir hervorzuheben. Ich bin mal gespannt, ab wann man diese Christenkind-Tram dann im Advent sieht. Auf welchen Tag? Ja, also Dezember los. Ich wollte gerade sagen, frühestens zu Weihnachten irgendwann, ne? Und vor allen Dingen die Ausbilder. Die ersten Bilder waren ja schon relativ gut. Ich denke mal, die wird dann kommen, wenn KI-Fuhr ist, weil es eine KI-Bahn werden soll. Ja, gut, aber es sieht ja so aus, als ob dieses Feature KI entwickelt wird. Also ich glaube, das haben sie mittlerweile aber auch schon wieder verändert, dass das ein KI-Fahrzeug werden soll. Manchmal habe ich immer so das Gefühl, dass View-App selber manchmal nicht weiß, was sie jetzt machen wollen, was nicht. Achso, sie haben übrigens
unter dem Instagram-Kommentar geantwortet gehabt. Ich hatte ihn ja geschrieben unter ihrem Post, dass der Multiplayer noch nicht verfügbar ist. Sie müssen noch irgendwas fixen, da ist noch irgendein Bug. Aber sie arbeiten. Da haben sie ja auch im Forum geschrieben. Na gut, das weiß ich nicht. Aber ich freue mich jetzt schon zum Ende des Jahres. Das wird cool, was PDP-Software da macht, da, ja. Also diesen Leitstellen-Simulator, das wird bestimmt interessant. Ja. Also, wobei, muss man mal gucken, wie das dann läuft, weil es ist immer noch OMSI, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, aber also es ist alles eigentlich umsetzbar. Sie haben ja auch schon geschafft, dass sie da irgendwelche Dings dann da hier ihre komischen Blitzer da aufstellen und alles sowas. Da kann man dann halt dementsprechend dann halt auch dann irgendwelche Fahrzeuge platzieren, dass da zum Beispiel ein Unfall ist oder irgendwas. Und wie ist der Geier? Programmieren. Also bei uns sehen wir es ja auch, dass die Leitstellenfahrten aktuell rückgängig sind von der Anzahl her. Hm. Wenn die Leute ja mitfahren. Also gut, letztes Mal hatten wir natürlich auch eine nicht so gut gewählte Karte, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir die letzten Karten sind eigentlich gut gewählt. Ja, wir müssen mal wieder Hamburg fahren. Berlin ist schon wieder gefahren, ja. Da haben sie das letzte Mal alle gebrüllt. Berlin, Berlin, Berlin. Und dann waren wir dann nur mit zu dritt oder zu viert gewesen. Ja, das ist halt. So, einheitliche Strecke anfahren. Also würde ich mich gerne anmelden. Genehmigt. Ja, den musst du immer noch stellen. Den habe ich ja gemacht. Ja, das hatte ich auch schon mal. Der jetzt in deinem GT6DN, nur dass ich da irgendwas mache. Ohne das Gebäude, besser gesagt. Oh, ich fahr mal weiter. Nee, alles gut. Ja gut, dann fahr ich das 12 weiter, ja. Stimmt, Steven, ich habe das Remap von Tails auch gesehen. Nicht? Jetzt in der Runde hier? Ja, hier bei Lebendig ist es zu sehen. So, eigentlich ist es abgeschlossen, durch mich wieder freigegeben. Stimmt's? Was? Du bist auch auf dem eingleisigen, ja? Ich bin jetzt auf dem eingleisigen Stück, ja. Vor mir ist aber kein Einzelner, von daher habe ich da jetzt nicht gesagt. Ich wollte gerade sagen, heute hatten wir einen Kati, der ist hier einfach umgetraut, ohne Namen. Also, derjenige hatte wohl irgendwie die Yacht schon streichen und wurde mir angezeigt. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
schon cool, ja. Auch mit den Sonnenrollos, ja, das funktioniert schon. Ja, also diese Tram, die fahre ich eigentlich noch lieber als den GT aktuell. Oh, sag doch sowas nicht. Was? Sag doch sowas nicht, sag ich. So ist doch meine Meinung, das kann doch jeder anders sehen. Nee, schon alleine das ganze Aussehen einfach vom GT6. Hallo? Da kommt der hier leider nicht ran. Ich finde nämlich diese Aufbauten auch voll hässlich. Ist Geschmackssache, wie. Diese Werbeplakate da oder was das da ist. Ich finde vom Führerstand her den R2 angenehmer. Ich möchte die einleisere Strecke befahren. Ja, ich finde den auch angenehmer. Und ja, die Knöpfe klingen irgendwie auch schöner. Also ich finde den einfach von der Steuerung her viel schöner als der GT. Der GT, das ist wie so ein Stahlknöpper. Ja, der also GT6, der ist halt schon seit Release dabei, ne? Den kennt man wahrscheinlich schon von in- und auswendig. Das ist wahrscheinlich genauso, wie wenn du schon gefühlt 20 Jahre altes Auto fährst. Oder ein 20 Jahre alten Solaris. Lass mal ein Solaris in Ruhe, Alter. Das wären wir bitte ganz dicke Freunde. Da sind wir doch schon immer. Sind die schon so alt, die Solaris? Na du, also die werden halt schon ausgemustert. Also die werden auch schon ihre besten Tag hinter sich haben. Oh Gott, jetzt habe ich alles gesagt. Ach, Solaris fahren hier bei mir überhaupt nicht. Deshalb. Also beziehungsweise doch, mittlerweile schon, aber. Na, vereinzelt fahren sie hier noch. Ich habe letzte Mal irgendwo diesen neuen Solaris gesehen, der ist voll hässlich. Also Entschuldigung, also der ist, der hat der, weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben. Den Elektrobus oder welchen? Nee, den Vierer, diese vierte Generation. Also nicht mehr der Dreier, sondern auch nicht, oder war der Elektro? Haben wir so einen Elektrobus davon? Also in Berlin haben wir die Vierer nur als Elektrobus. Achso, dann wird es doch Elektro gewesen sein, ja. Aber der ist doch mal hässlich, Alter. War das auf der 300? Keine Ahnung. Weiß ich 300 nicht. Fahren noch so Busse mit alternativen Antrieben, oder? Ja. Meistens, mindestens. Bin ich damit sogar mehr. Yep. Yep. Da hat sich der UVB. Da geht meistens aber nicht so gut. Da hat sie sich ja richtig gefreut, dass sie jetzt den 300 da als ganz neue Linie angepriesen hat. Schön als Elektrobuslinie anteasern und dann nicht mehr genug Elektrobusse für die Linie haben. Wollte gerade sagen. Was fuhren denn da 2002 als Taro? Da gab es immer T2 fahren da sonst noch. Also unter Elektrobus verstehe ich zum Beispiel sowas wie die 109 in Hamburg, wo wirklich Elektrobusse fahren oder Hybridbusse fahren, die dann auch geladen werden. Naja, Berlin ist, was immer was sowas angeht, ein bisschen schlüssig. So, da wir ja schon wieder hier noch auf Berlin rumgehackt haben, werden wir mal hier die Folge beenden, bevor die jetzt hier gleich ausartet mit Basis. Ja, ja, das war mal wieder hier so eine ruhige Runde hier am Morgen. War das hier? Ich höre hier, ich habe hier irgendwo ein Echo. Ja, Steven hat ein Echo. Danke, Steven. War eigentlich gemütlich. Eigentlich war geplant gewesen, dass wir hier so ein bisschen im Nebel fahren. Leider habe ich diese Option nicht gefunden. Gibt's nicht. Die wissen, was Bio genau testen würde, das machen sie alles weg. ja. Nee. Müssen wir irgendwann andermal wiederholen. Und von daher sind wir jetzt erstmal, ich glaube, genug Koblenz erstmal so abgefahren. Jetzt haben wir ja nur wirklich alles gesehen. Morgens, abends, nachts, tags. Mit allen verschiedenen Bahnen, die wir so haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, was so demnächst denn mal so für Mini-Updates hier für die Karte erscheinen. Ich weiß ja gar nicht, ob die Karte überhaupt noch weitergebaut wird oder keine Ahnung. Ja, an der Karte wird täglich gearbeitet. Ah, okay, also an der Karte geht's auch noch weiter. Ja, dann können wir doch mehr als gespannt sein, was hier noch so passiert mit der Karte Koblenz. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, bedanken wir uns, dass ihr dabei wart. Und wenn ja, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.